Österreichweit ereignen sich jährlich rund 170.000 Notfälle, was ungefähr 470 Notarzteinsätzen täglich entspricht. Eine entscheidende Rolle bei all diesen Notfällen spielen die Ersthelfer. Ist der Ersthelfer ausgefallen, dann kann es unter Umständen gar nicht zu einer adäquaten professionellen Hilfe kommen, weil wer verständigt die Rettung? Die Rettung weiß nicht, ob es jemandem schlechter geht, die hat dort keine Sensoren oder sonst was aufgestellt. Die ist darauf angewiesen, dass wir sie anrufen, dass wir die Information weitergeben. Viele setzen mit dem Wort Notfall einen Unfall gleich. Es gehören aber ebenso Erkrankungen und Vergiftungen dazu. Wenn ich sehe, da ist ein Notfall da, dann ist meine erste Handlung einmal, dass ich weitere Hilfe organisiere, dass ich rufe oder vielleicht auch schaue, ob mir noch jemand helfen kann. Dann überzeuge ich mich, wie es der Person geht. Ich werde mal schauen, hat die noch eine Atmung, ist die bei Bewusstsein, reagiert sie auf Ansprache, kann ich einen Schmerzreiz setzen und eine Reaktion erwarten. Dann ist es wichtig, die Notrufnummer 144 zu verständigen, damit professionelle Hilfe auch kommt. Und dann leite ich, je nach vorliegendem Notfall, die weiteren Maßnahmen ein. Moralisch als auch gesetzlich ist jeder, der als Erster zu einem Notfall kommt, verpflichtet zu helfen. Viele sind aber eventuell mit der Bürde des Ersthelfers überfordert. Und das aus einem einfachen Grund. Erwachsene machen bedauerlicherweise meistens nur zum Führerschein einen Grundkurs oder einen 6-stündigen Erste-Hilfe-Kurs. Allerdings dürfte und darf auch jeder gerne diesen alle 3 bis 5 Jahre auffrischen. Es gibt wie in jedem Bereich und jedem Gebiet auch in der Ersten Hilfe immer wieder Neuerungen. Ein Grundkurs dauert übrigens 16 Stunden, ein Auffrischungskurs setzt sich aus 8 Stunden zusammen. Unter anderem lernt man in diesen Kursen dann auch das richtige Verhalten bzw. die richtige Vorgehensweise, wenn man zu einem Notfall kommt. Sehen, fühlen, hören. Habe ich mich davon überzeugt, dass die Atmung funktioniert? Ist es noch eine adäquate Atmung? Dann wende ich die stabile Seitenlage an, bleibe beim Patienten, beobachte ihn, ob sich was verändert. Kann ich allerdings zum Beispiel keine Atmung mehr erkennen oder ist die Atmung so verändert, dass ich nicht mehr von einer normalen Atmung sprechen kann? Das würde heißen, eine Schnappatmung oder weniger Seufzer, die der Patient von sich gibt oder die Patientin, dann ist es keine adäquate Handlung, dann würde ich mit einer Herz-Lungen-Massage beginnen. Um einen Menschen in eine stabile Seitenlage zu transportieren, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Das Wichtigste dabei ist, dass man den Verletzten auf die Seite dreht und seinen Kopf nach hinten überstreckt, damit er genug Luft bekommt und die Atemwege frei bleiben. Ist eine Herz-Lungen-Massage erforderlich, dann ist es wichtig, dass man gegebenenfalls sich und das Opfer aus der Gefahrenzone bringt und eine feste Unterlage sucht. Man hat sich jetzt auf die einheitliche Frequenz von 30 Kompressionen und 2 Beatmungen geeinigt. Das ist nach Absetzen des Rettungsnotrufes die erste Maßnahme, dass ich 30 Brustkompressionen mache. Das heißt, die Tiefe sollte etwa sein 4 bis 5 cm, eine Frequenz von etwa 100 pro Minute. Und wenn es mich ekelt, eine Beatmung durchzuführen, weil ich Angst habe vor Infektionen, weil ich diesen Menschen vielleicht nicht kenne oder weil ich einfach aus hygienischen Gründen das nicht machen will, dann lasse ich die Atmung, dann bleibt es bei der Thoraxkompression. Die sollte auf alle Fälle ohne Unterbrechung durchgeführt werden. Und noch etwas ist dem Ersthelfer erleichtert worden. Dieses Ausmessen, dieses Besagte existiert nicht mehr. Heutige Lehrmeinung und wer sich an das Ausmessen noch erinnern kann, wird genau den gleichen Punkt erwischen. Das heutige lautet Mitte des Brustkorbs. Fängt bei mir da beim Schlüsselbein an, geht runter bis zum Rippenbogen und ich bin genau auf der Mitte meines Brustkorbs. Auch die Durchführung einer Beatmung ist für jeden Menschen machbar und schaffbar. Ein normaler Einatemzug und ein normaler Ausatemzug zum Patienten ist ungefähr das Gleiche, was ausreicht. Also man muss sich nicht anstrengen. Es läuft, deswegen üben wir das ja auch sehr oft im Kurs, es läuft ganz einfach. Wichtig ist, dass der Kopf-Nacken jetzt überstreckt wird, dass die Atemwege, die Luftröhre frei ist. Ein normaler Einatemzug von mir und ein normaler Ausatemzug reicht vollkommen aus, um erwachsene Personen über Mund zu Mund zu beatmen.
Das Leben ist unwiederbringlich. Also auch wenn man als Ersthelfer den Verletzten eventuell bei der Herz-Lungen-Massage eine Rippe bricht, so hat dieser nach einer geglückten Reanimation noch Zeit genug, seine Verletzungen auszuheilen. Wenn aber der Ersthelfer nicht einschreitet, dann nimmt man dem Opfer die Chance zu leben. Man kann nichts falsch machen, nur dass man nichts tut. Der nächste Erste-Hilfe-Kurs in der Rotkreuz-Dienststelle Voitsberg beginnt übrigens am 1. Dezember. Informationen erhalten Sie direkt beim Roten Kreuz Voitsberg unter der eingeblendeten Nummer. Erste Hilfe aus Liebe zum Menschen.